Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, neuen Folge, weiteren Folge, wie auch immer ihr es wollen wollt, von Factorio. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin natürlich nicht mit allein, weil ich mache das, mit dem Doskias. Ja, Hallöchen! Ja, endlich mal wieder eine neue Aufnahmesession für uns und ich muss sagen, oh Gott, ich muss mich erstmal zurechtfinden, weil ich habe es ja doch schon echt lange nicht mehr angefasst. Ja, so geht's mir auch. Und wenn wir mal bedenken, 13.4 war das letzte Mal, als wir aufgenommen haben und jetzt sind wir bei 13.15, wobei man dazu sagen muss, es hat sich jetzt nicht so gewaltig viel geändert, weil das waren eher so diese typischen kleinen Factorio-Hotfix-Patches, wo einfach nur irgendwelche Bugs beseitigen. Von dem her haben wir da jetzt nicht großartig viel verpasst. Das stimmt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf die blauen Fließbänder wollte. Und ich da schon in die Richtung gegangen bin, was das Forschen angeht. Ja, Automatisierung. Ich forsche mal die Automatisierung. Mach das mal. Ich fände ja auch endlich mal für unser Logistiksystem Roboter eigentlich endlich mal ganz cool. Ja, stimmt. So ehrlich zu sein. Weil halt gerade für den Strombau ist es halt echt angenehm. Das stimmt. Ja gut, da fehlt nicht mehr viel. Also ich weiß, wir haben die Robotertechnik haben wir schon. Das war die letzte Forschung quasi, die wir getätigt haben. Ja gut, Logistik, Bauroboter, ist alles verfügbar, müssen wir halt nur anklicken quasi. Und ich will mal schauen, dass ich hier unten, oder hier oben eher gesagt, unser Öl ein bisschen vorantreibe, weil dadurch, dass du hier mega viele Akkumulatoren baust... Nee. Sowas würde ich nie tun. Überhaupt nicht. Haben wir halt doch einen guten Verschleiß an Batterien. So zum Thema Akkumulatoren. Ach, da. Wunderbar, die habe ich gerade gesucht und dann kann ich da nämlich die Kiste dran packen. Das nämlich gerade so machen. Finde ich persönlich nämlich eine echt coole Idee. Ja. Ich stehe mittendrin und sehe kein... Ach, da ist ein Öl. Da ist auch ein Öl, okay. Ja. Wunderschön. Und dann kann ich in der Zeit mal noch ein bisschen Akkumulatoren gerade mal setzen, weil die fehlen ja vorne wie hinten noch. Ja. Die könnten ruhig mal eine Kettensäge mit einbauen. Ja, definitiv. Im Übrigen haben der Doskias und ich auch in unserem privaten Spiel festgestellt, weil ich das gerade gesehen habe, wenn wir ja mal irgendwann mal auf die Lichtbögenöfen gehen, sag ich mal, wie wir das am sinnvollsten umbauen können, ohne unsere ganze Produktion da umzureißen. Ich weiß gar nicht, haben wir Lichtbögenöfen denn überhaupt schon? Nee, ne? Doch, ja. Doch, die haben wir. Oh. Und die roten Schaltkreise haben wir ja auch schon. Genau, fehlen uns quasi nur die Ziegelsteine da dafür, um das herzustellen. Ich glaube, an Ziegeln mangelt es nicht. Ja, das ist allerdings richtig. Ich würde sagen, dann baue ich das doch gerade mal dahin. Na komm schon, bau mal ein bisschen schneller hier. So. Hätte ich gerne eine Montagemaschine. Ziegel, oh Gott, wo waren hatten wir das denn? Irgendwo da unten? Irgendwo am Arsch der Welt. Ja, richtig, ziemlich weit unten. So, mal schauen. Jetzt habe ich nochmal vier weitere Ölraffinerien. Quatsch. Ölpumpen. Boah, die Pumpen sind halt echt 0,7 pro Sekunde. Das ist halt echt. Die Felder sind von Arsch hier. Ich habe zwar noch jede Menge zum Anbauen, aber. Gott. Zug? Ja, da hatte ich mal kurz Angst vorm Zug eben, ja. Weil dann würde ich mich schon mal darum kümmern, vielleicht auf die Lichtbögenöfen zumindest schon mal eine Produktion zu setzen, dass wir dann mal umbauen können. Okay. Weil wenn wir jetzt schon hier so überdimensional viel Strom produzieren, quasi herstellen, kann man es ja natürlich auch nutzen, wa? Ja, richtig.
Oh, das gibt aber. Ah, das. Die Ölproduktion ist halt echt noch ein bisschen mau, muss ich sagen. 13 Öl. Gut, jetzt kommt schon ein bisschen mehr da unten an, aber. So, ah, naja. Dann hätten wir da eine Kiste. Ach genau, komm. Dann machen wir das so, weil dann kann ich dann später einfach nur die Kiste dann quasi da reinpacken. Oder beziehungsweise austauschen. Ja. Oh. Clever. Da kommen sie. Ich hoffe. Ach Gott, das sind noch die ganz Schwachen. Geht natürlich so rum auch nicht. Boah, ey, ich bin noch völlig verwirrt gerade. Muss ich gerade mal völlig umdenken hier. Ja, vor allem, wenn man es gewohnt ist, dass die Drohnen alles einem liefern, ne? Ja, das auch vor allem. Erstmal wieder schön die Fließbänder ablaufen und einsammeln. Ja. So, ich wollte Hochöfen hier drin haben. Jo. Zahnräder. Nehmen wir hier und ich welche. Knaller hab mir überhaupt keine Gedanken gerade gemacht, dass ich dafür auch Stahl brauche. Finde ich super. Wo willst du denn. Wo willst du denn hier loslegen überhaupt? Also wo? Ja, ich hätte jetzt hier oben, aber wo habe ich denn jetzt Stahl? Stahl habe ich da. Ja, Stahl kommt hier. Wo sind die Rohre? Oh, okay. Dann holen wir da halt auch noch welche. Ist ja kein Problem. So. Ich schaff's. Ja, völlig umständlich, aus. Aber das ist mir jetzt eigentlich irgendwie eigentlich gerade mal völlig egal. Was macht er denn? Hä? Ach, du willst Lichtbogenöfen bauen, oder? Ja, eine Produktion da oben. Ach so, Hetzle. Alles klar. Okay. Oh, da war der Autosave. So. Naja, bleibt ja nichts anderes übrig. Wir sind später sowieso im Logistiksystem drin haben. Ja. Einfach nur aus Bequemlichkeit. Ja, natürlich, klar. Macht ja auch Sinn. Weil ich bin ja eine faule Socke. Damit kann ich ja leben. Ah, Munition mitnehmen vielleicht noch. Wäre auch nicht schlecht. Da haben wir ja das schöne, unser schönes Munitionsfließband. So. Okay, Kunststoff staut sich jetzt, das ist schon mal gut. Petroleum geht langsam, aber. Ah, das Rohöl geht ein bisschen hoch, sehr gut. Also, ja minimal hat es was gebracht, was ich da gemacht habe. Und ich kann es noch ein bisschen weiter ausbauen. Das ist doch gut. Da holen wir ja auch schon Eisenerz. Da hätten wir sogar auch noch Eisenerz zum Holen, aber das ist gar nicht mal so schlecht. So. Da ist Öl. Ja, wunderbar. Oh Gott. Produktion läuft. Ist gut. Wie viel will ich denn maximal drin haben? Die werden auf 50 gestackt, ne? Nee, auf 200, glaube ich. Ah ne, Quatsch. Öfen sind es ja. Die werden auf 50 gesteckt, ja. Alter, ich hab schon wieder so eine scheiß Killermücke hier in meinem Büro, ey. Das nervt mich tierisch. Angriff der Killermücken hier. Wahnsinn. Ich kann dir da schön so ein Ding empfehlen. So ein das hängt man auf. So eine Kleberolle. Okay.
Die sind mal saugeil. Also ich hatte hier auch mal so ein kleines Mückenproblem. Hab das Ding aufgehangen und das Ding war innerhalb von einem Tag war das rabenschwarz, weil es einfach voll war. Okay, wollten wir nicht auf Bauroboter gehen? Ja, ich will die blauen Fließbänder haben. Ach so. Und nach der Forschung haben wir sie. Na gut. So, damit wir jetzt aber Fässer. Ja schon die ersten haben. Wow. Weiß ich gerade gar nicht, brauchen wir dann überhaupt die Kohle noch hier oben? Nee, brauchen wir nicht. Theoretisch könnten wir die Kohle dann hier unten abkappen. Ich komm mal rüber. Oh, halt, nee. Stopp, Zug. Zug zurück. Ich war noch nicht fertig. Genau. Das machen wir jetzt so. Wir lassen sie mal eben hier stehen. So. Weil ich könnte theoretisch ja eigentlich auch das erst machen, wenn ich natürlich auch die ganzen Roboter habe. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Zum Setzen? Mhm. So. Jetzt passt. Ja, ich glaube, darauf warte ich auch. Derzeit kann dann hier genug Hochöfen produziert werden, also Lichtbögenöfen. Ja, produzieren wir eigentlich genug von diesen roten? Roten Schaltkreisen? Definitiv. Also aktuell zumindest noch, sagen wir es mal so. Okay. Oh ja. Aber oh ja. Oh ja, das sieht ja mal richtig gut aus, was hier ankommt. Oh ja, so läuft das hier im Auenland. Ja, ich sehe gerade, wie sich hier schön das Öl hier reinbringt. Da füllt sich der Tank. Schmecker. Sehr nice. Schon Überlegung wert, ob ich da noch eine vierte Ölraffinerie hinsetze. Die läuft ja schon mit Wasser sogar. Theoretisch müssten wir mal gucken, dass wir vielleicht auch mal umbauen, damit du auch die anderen Dings noch benutzen kannst, oder? Hab ich schon. Also Leichtöl wird schon in Petroleum umgewandelt. Ah, okay. Ich muss mal gucken, dass ich das Schweröl noch verarbeite. Aber stimmt, das ich könnte schon mal vorbereiten, weil ich brauche ja Schmiermittel für meine Fließbänder. Ich bräuchte mal noch normale Steine hier irgendwo. Und da brauche ich eh Schweröl. Jo. Stein? Ich hab, warum auch immer, warte mal, ich hab ganz viel im Inventar, ich weiß nicht warum. Bleib mal stehen. Da. Ich brauch's nicht. Ich weiß nicht, warum ich so viel hab. So, immer mal rauszoomen, wenn man hier über so einen Bahnübergang will, ne? Das ist wichtig, Leute. Immer rauszoomen. Ich weiß gar nicht, wohin mit der Raffinerie. Ich brauche das Rote. Was wird denn hier bei uns zerstört? Was? Irgendwas ist da oben zerstört worden. Ah, Achtung, Zug. Ja, ich seh's. Ach, die haben keine Munition mehr, kann das sein? Oh, ja. Die haben keine Munition mehr, aber hier ist es gar nicht, sondern da unten. Oh, da unten. Nee, ich seh's grad. Ach. Ja, der hat auch keine Munition mehr. Gebe ich ihm doch mal ein bisschen was. Ein bisschen ist gut. So, Reparaturkits. Kann nämlich erst welche bauen. Ja, ich baue auch nochmal einen Turm. Dann haben wir hier zwei stehen. Oh. Hä? Lever. Das jetzt ja, das ist, wenn man das lange nicht mehr gespielt hat und hier mit der Steuerung jetzt erstmal wieder klarkommen muss. Na, sieh an. Entschuldigung. Kam ja passend quasi. Ja, das kam sehr passend. Problem ist halt auch, dass wir da unten direkt so ein Nest haben, ne? Ja, das stimmt. So, du wolltest. Ja, aber gerade die anderen Türme da haben auch nichts mehr hier. Das ist ja.
Ein Graus. So. Oh, ja, wir sehen, durch die Tatsache, dass Kunststoff sich staut, kriegen wir hier mal wieder ein bisschen Schwefel zustande und Petroleum wird auch nicht mehr ganz so stark verbraucht. Öl steigt nach wie vor minimal hoch. Sehr gut. Echt? Ja, weil der Verbrauch gerade niedrig ist. Also Kunststoff staut sich hier, deswegen passt das ganz gut. So, wo baue ich jetzt diese Fabrik hin? Ah, ich will hier nicht zu viel verbauen. Ja, das ist immer so die Frage, wa? Na gut, ja, das Schmiermittel brauche ich eh nicht so viel. Deswegen, ich mache das jetzt ganz einfach hin. So. Und noch einen Tank. Schmiermittel braucht sonst eh nichts. So. Das machen wir jetzt erstmal so gelöst. Ganz simpel. Achso, wir bräuchten, glaube ich, auch für oben mal wieder Batterien. So wie das aussieht. Ne, oben haben wir noch genug. Ah, Gott. Da haben wir noch genug. Batterien brauche ich. Ich glaube, er ist verrückt. Ja, ein wenig. Das streite ich ja noch nicht mal ab. Ja, das ist das Schlimme daran. Ja. So, wir haben 1,4 Gigajoule. Ja, könnte ich mal reingucken eben, genau, gute Idee. 1,5 wahrscheinlich. 24 Megawatt. Mhm, mhm. Gott, wir verbrauchen halt fast gar nichts an Energie. Aber so soll es ja auch sein. Immer noch nicht genug hier. Hast du die Türme unten befüllt? Ja, ja. Okay. Ja, quasi noch mal das Doppelte davon holen. Na gut. Also renne ich noch mal runter, weil es so schön ist und einfach, weil ich es kann. So, ich baue jetzt hier mal so eine provisorische Anlage für blaue Fließbänder, weil wir ja keine Drohnen haben momentan. Mach das. So und so. Und so. Strom. Nee. So, Ziegelsteine hätten wir ja. Oh Gott, also fast hier der Zug wieder überrollt hier. Du bist echt. Du lebst gefährlich, ne? Ich lebe gefährlich, ja. Ja, ich bin ja auch dafür, dass sie könnten ja mal so Unterführung oder Oberführung für die Dinger. Ja, gut, so Tunnel wären echt geil. Also, der Tet quasi mal einführen. Ja. Ja. Ich bin ja, also das sind ja eh so Sachen. Warum habe ich eigentlich keine Rüstung? Du bist gestorben? Stimmt. Ja. An irgendeinem Zug oder so. Wahrscheinlich. Wenn wir schon beim Thema sind, ne? Ja. Oh, die ganze Waffenproduktion hier geht mega auf Stahl, sehe ich gerade. Ja, das ist, weil ich den Stahl da oben komplett verballer. Ja, die Anlage schafft nicht so viel Stahl zu verbrauchen, glaub mir. Das ist, weil ich Munition nehme ohne Ende. Hier produzieren gerade 4 Anlagen Munition. Ja, lass doch. Das bisschen Stahl, was du da oben verbrauchst. Achso, ja, was ich sagen wollte. Ich bin ja mal gespannt, ob es irgendwann mal dann auch so weit ist, dass es dann auch unterschiedliche Ebenen von Terrors gibt. Also nicht nur landschaftstechnisch, mal Wüste, mal Steppe, mal Grün, sondern auch so Höhenunterschiede. Wo es dann halt gerade echt Sinn macht, dann so ein quasi so einen Tunnel zu haben für den Zug, wenn halt mal ein Berg kommt oder sowas. Das fände ich halt mega geil. Ja, das stimmt allerdings. Und ich stell mir halt vor, wie du oben auf einer Klippe deine Türme hast und die Aliens versuchen halt irgendwie hochzukommen. Also da gibt's schon sehr, sehr coole Sinn. Sachen. Sinn, was ich da gerade mache? Eigentlich gar nicht. Darauf da gehe ich jetzt nicht Nein, drauf ein. Nein, bitte. Verkneif's dir einfach. Ich verkneif's mir. Und ich will überhaupt nichts davon hören. So, Bauroboter haben wir. Jetzt brauchen wir die Logistikroboter. So, also Hangar können wir jetzt auch schon bauen. Das ist gut. Wo sind die Hangars? Da. Was brauche ich? Rote Schaltkreise. Jawohl. Ja, wie immer, ne? Das ist gut. Und Stahl, natürlich. Sag mal, kann das sein, dass dein Autosave sich resettet hat, weil wir hier alle 5 Minuten Autosave haben? Ich hab's vergessen umzustellen. Ah ja, okay. Um ehrlich zu sein. Ja, kein Problem. Stahl ist... kommt so lang... wobei... Sag mal, hier produzieren so viel Stahl und es reicht einfach nicht. Das ist echt krass.
Das ist echt übel. Na ja, gut. Weiß nicht, was du meinst. So, dann hätte ich ganz gerne noch rote Schaltkreise. Yay! Ach, ich... Depp. Was? Oh, Gottes Willen. So, dann baue ich mal die ersten Roboter-Hangars. Okay. Ich werde mal gucken, wo bräuchte man denn blaue? Theoretisch, na doch, bei Eisen. Also kommen jetzt hier schon mal die ersten blauen Fließbänder in Aktion. Ah, zack. Immerhin bis zu dem Teiler, das ist schon mal sehr gut. Oh, komm. Da. So, und das kostet natürlich Zahnräder ohne Ende. So gut, hab dann quasi auch die ersten Hangars schon. Okay. Und das heißt, wir können dann auch Kisten und so gleich umstellen. Ja, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass überhaupt Drohnen produziert werden. Und da hapert's noch. Wir haben nämlich noch gar keine Elektromotoren, sehe ich. Können wir die denn schon bauen? Können wir. Au! 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 Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ja, die brauchen Schmiermittel. Das ist bitter. Das ist bitter, wenn ich bedenke, wo Schmiermittel hergestellt wird. Was ist das für ein... da macht's... ich habe da so eine Idee. Die Idee ist zu Anfang umständlich, später aber besser. Aha. Weil das Problem ist, wenn du mir folgst, genau, hier haben wir Schmiermittel. Hier wird das produziert. Und ich weiß nicht, der Aufwand, das Schmiermittel bis ans Ende unserer Produktionskette oben hochzubringen, ist schon kacke. Warum? Also ich habe 5 Hangars. Das Schmiermittel kannst du nicht mit Logistik transportieren. Ja. Meine, das ist mir bewusst. Okay, meine Idee wäre halt, dass wir hier unten quasi die Roboter bauen. Herstellen. Ja, ja, genau. Und zu Anfang müssen wir halt hin und her laufen, damit die Elektromotoren gebaut werden. Aber spätestens, wenn die erste Drohne da ist, dann läuft es ja dann automatisch. Mhm. Gut, dann werde ich das mal hier in Angriff nehmen. Und das hier mal so bauen. Gut, dann müsste ich noch auch die Akkumulatorenproduktion auch mal zurückfahren, weil... sonst blöd wird mit den ganzen Batterien. Weil im Moment verballere ich die alle, die reinkommen. Brauche ich Batterien dafür? Oh, tatsächlich 2 Stück sogar. Okay. Ja. Okay. Ja, ich muss erstmal Elektromotoren machen. Das brauche schon einiges. Aber ich würde sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Ja, das klingt nach einem ausgezeichneten Plan. Genau. Und dann machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder.